und rufe auf den Tagesordnungspunkt 2. Das ist die Regierungserklärung der hessischen Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung. Hessen gestaltet die Zukunft, digitaler Wandel für und mit den Menschen. Verehrte Frau Staatsministerin, Sie haben das Wort. Die mit den Fraktionen vereinbarte Redezeit ist 15 Minuten. Bitte schön. Erst einmal einsortieren. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Noch nie sind technologische Entwicklungen so rasant und so tiefgreifend vorangeschritten wie im Bereich der Digitalisierung. Wenn wir über den digitalen Wandel reden, sprechen wir über einen epochalen Umbruch. Er fordert uns alle, Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Untätigkeit oder gar Stillstand können wir uns dabei nicht leisten. Es braucht klare Ziele und Umsetzungskraft. Die Digitalisierung verändert unser Leben von Grund auf. Wer das nicht begreift, erfasst diesen Kulturwandel nicht ansatzweise. Meine Damen und Herren, diese Landesregierung hat das begriffen. Wir haben die Digitalisierung zu einem Schwerpunkt unseres Handels gemacht. Zu Recht. Erstmalig in der Geschichte der Menschheit wurde eine Technologie geschaffen, die sich selbst weiterentwickeln kann und damit sogar in Konkurrenz zum Menschsein treten könnte. Die damit verbundenen Möglichkeiten sind enorm. Nicht wenigen bereitet diese Entwicklung große Sorgen. Andere schätzen die Potenziale für Wertschöpfung und gesellschaftlichen Fortschritt. Meine Damen und Herren, beides nehmen wir ernst und nehmen uns dieser Herausforderung an. Digitalisierung soll den Menschen nutzen und nicht umgekehrt. Das ist unsere Handlungsmaxime. Wir wollen den digitalen Wandel in unserem Land zum Erfolg führen, mit Mut, mit Willen zur Gestaltung. Und beides, Mut und Gestaltungswille, war auch die Triebfeder der Entscheidung für ein eigenes Digitalressort in Hessen. Eine gute Entscheidung. Ob digitale Infrastruktur oder Arbeitsplätze der Zukunft, ob smarte Lösungen für die Kommunen oder gesellschaftlicher Dialog über die Zukunft. Wir wollen einen spürbaren Nutzen der Digitalisierung für die Menschen in unserem Land. Dafür stehen wir, dafür stehe ich. Basis für die Innovation, digitale Bildung oder Forschungsexzellenz ist eine leistungsfähige digitale Infrastruktur. Hessen ist Vorreiter beim Ausbau der Netze. Die Fakten zeigen das. Rund 190% aller Haushalte in Hessen verfügen über Breitband mit mindestens 50 Mbit. Allein 5 der 10 am besten mit schnellem Internet versorgten Landkreise in Deutschland befinden sich bei uns. Das größte europäische Breitbandausbauprojekt haben wir geschafft, das Nordhessen-Cluster. 2000 km Glasfasertrasse, 570 Orte sind angeschlossen, rund 160.000 Haushalte und 17.000 Gewerbebetriebe versorgt, wenn das kein sichtbarer Erfolg ist. Ob in Nord-, Mittel- oder Südhessen, wir unterstützen alle Kommunen beim Ausbau. Durch optimierte Genehmigungsverfahren, durch Unterstützung von alternativen Verlegemethoden und vor allem durch notwendige Fördermittel. Allein 270 Millionen € für den Gigabit-Ausbau und zusätzlich 50 Millionen € für den Mobilfunk stehen in dieser Legislaturperiode zur Verfügung. Das gab es noch nie. Unsere Strategie sieht vor, bis 2025 flächendeckend Gigabit und bis 2030 Glasfaseranschluss an jedes Haus. Leistungsfähiges Internet ist das Fundament einer erfolgreichen Digitalisierung, und dies gilt vor allen Dingen auch für Schulen. Bereits heute sind 90% in Hessen im Ausbau projektiert oder angeschlossen. Bis 2022 gehen nahezu alle Schulen gigabitfähig mit Highspeed in die Zukunft.
Nicht zuletzt auch unsere digitale Dorflinde. Ein Erfolg. Bereits 600 sind im Betrieb. Monat für Monat entstehen rund 40 neue WLAN-Spots in unseren Gemeinden vor Ort. Auch das kann sich sehen und lassen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wenn ich vom Nutzen digitaler Infrastruktur rede, dann gilt das insbesondere auch für den Mobilfunk. Ja, Funklöcher stören uns alle. Mit Hochdruck arbeiten wir mit den Mobilfunktreibern gemeinsam daran, auch die letzten Funklöcher zu schließen. Jeden Tag werden irgendwo in Hessen 3 Mobilfunkmasten neu gebaut oder modernisiert, allein 1.387 in einem Jahr. Meine Damen und Herren, unser Mobilfunkpakt ist in Deutschland beispielhaft, um eine flächendeckende Versorgung zu erreichen. Die Kooperation führt zum Erfolg. Wir haben 50 Millionen € zusätzlich eingestellt, um 300 neue Masten zu schließen. Hier die weißen Flecken, vor allem im ländlichen Raum. Unsere Förderrichtlinie liegt zur Notifizierung bei der EU. Während im Bund noch verhandelt wird, wird in Wiesbaden bereits gehandelt. Dies gilt auch für den Gesetzentwurf der Regierungsfraktion zur Änderung der Hessischen Bauordnung, ein wichtiger Schritt zum schnelleren Ausbau. Wir gehen schon jetzt in die Zukunft. Der Rollout der 5G-Technologie hat in Hessen bereits begonnen. Ob in Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden oder Offenbach, hier spielt die Zukunft, ob autonomes Fahren, digitale Lieferketten oder Vernetzung von Maschinen. Wir machen Hessen zur Nummer 1 bei der digitalen Infrastruktur in der Stadt und auf dem Land. Meine Damen und Herren, eins ist doch klar. Eine gute Infrastruktur ist die Basis für Innovation, Bildung und wirtschaftlichen Erfolg. Wir sind gut aufgestellt. Mit global agierenden Unternehmen, einem starken Finanzstandort und einer IKT-Branche mit 41 Milliarden € Umsatz im Jahr eine Spitzenposition in Deutschland und Europa. Bei uns spielt die Musik bei der IT-Sicherheitsforschung, bei leistungsfähigen Rechnern, aber auch dem weltweit größten Internetknoten DCIX. Hessen ist längst das heimliche Silicon Valley Europas. Dies wollen wir konsequent weiterentwickeln. Digitalisierung muss auch unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen wie auch unsere Gründer erreichen. Wir stärken Digitalisierung und leben Transfer mit unserem neuen Förderinstrument Distral. Mit 40 Millionen € ist dies das größte Förderprogramm im Bereich der Digitalisierung in der Geschichte des Landes Hessen. Dieses Geld werden wir in den kommenden 4 Jahren einsetzen, um zukunftsorientierte Produkte und Dienstleistungen aus den Hochschulen in die Anwendung zu bringen. Dies gibt enormen Schub für den Mittelstand genauso wie für die Gründerszene in Hessen. Mehr Flexibilität im Arbeitsleben, neue Berufsbilder, mehr Möglichkeiten bei der Gestaltung individueller Lebensmodelle – all diese Chancen bietet die Digitalisierung. Und das ist mir ein besonderes Anliegen für Gründer sowie auch gerade für Frauen. Women go digital. Meine Damen und Herren, Hessen ist stark aufgestellt. Wir sind stark aufgestellt für die digitale Zukunft, und auch im Ländervergleich des Verbandes ECHO stehen wir zu Recht auf Platz 1. Und Basis dafür ist unsere Gründer- und Innovationskultur, unsere Forschungsexzellenz. Zu Recht ging der erste deutsche KI-Preis dieses Jahr an das Machine Learning Lab der TU Darmstadt. Meine Damen und Herren, wir können stolz sein auf diese leistungsstarke Forschung und Entwicklung. Wir wollen die Potenziale nutzen, gerade in den Zukunftstechnologien. Wir entwickeln Hessen zu einem Top-Standort für künstliche Intelligenz, auch international. Wir bauen neue KI-Schwerpunkte auf. Die 20 Professuren werden realisiert. Wir kooperieren hier mit Wissenschaftsministerium, Wirtschaftsministerium und als Digitalministerium eng und gehen gemeinsam ressortübergreifend voran. Wir stärken die Forschung, die Ausbildung von Fachkräften, Wissenstransfer und Gründerförderung
Alles geht Hand in Hand. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir schaffen Synergien, die es so im Bereich der künstlichen Intelligenz an diesem Standort noch nicht gegeben hat. Wir nutzen diese Fortschrittsdynamik und werden Hessen als Platz 1 voranbringen. Bei aller Fortschrittsdynamik es gilt auch, Technikfolgen und ethische Leitplanken zu bedenken. Hierbei unterstützt uns nicht nur der Rat für Digitalethik mit seiner Expertise. Wir haben ein eigenes hessisches Kompetenzzentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung gegründet. Die gesammelte Hochschul- und Forschungsexpertise wird dort vernetzt. Und an dieser Stelle gilt mein herzlicher Dank der TU Darmstadt für die gute Zusammenarbeit und dem nahtlosen Übergang im Gründungsdirektorium. Dieses Team arbeitet engagiert am Aufbau der Forschungsagenda. Denn es gilt, wichtige Fragen an der Schnittstelle zwischen Mensch, Technik und Gesellschaft zu erforschen. Kann ich dem Roboter vertrauen? Was heißt digitale Daseinsfürsorge? Wie kommen unsere Werte in die KI? All das sind Aspekte, die es zu vertiefen gilt. Dieses Kompetenzzentrum wird Maßstäbe setzen in seiner Interdisziplinarität, mit seiner Expertise, im Dialog mit der Gesellschaft, im Wissenstransfer. Meine Damen und Herren, für mich ist dieser hessische Weg der Gestaltung für den digitalen Wandel beispielhaft. Digitale Technologien bieten vielfältige Möglichkeiten, Stadt und Land zu verbinden, Nachhaltigkeit zu stärken oder Familien- und Arbeitszeiten noch flexibler zu gestalten. Wir wollen, dass Arbeitnehmer oder Selbstständige beruflichen Erfolg haben und trotzdem in ihrer Heimat bleiben können, ob im Waldeckerland, in der Rhön oder im Odenwald. Die Digitalisierung bietet auch für die kommunale Daseinsvorsorge enorme Potenziale und kluge Lösungen. Die Digitalstadt Darmstadt, die Metropolregion und andere Kommunen haben es vorgemacht. Ob wir Mobilität zwischen Stadt und Land besser vernetzen oder unsere Stromnetze intelligenter steuern, wir wollen, dass ganz Hessen eine smarte Region wird. Konkret unterstützen wir die Kommunen allein mit 20 Millionen € Jahr für Jahr im Rahmen des Programms Starke Heimat für gezielte Maßnahmen. Wir werden im Wettbewerb Hessen smart gemacht, lokal, digital Best-Practice-Beispiele herausstellen. Mit einem unbürokratischen Förderprogramm unterstützen wir künftig Vereine und Ehrenamtliche bei der Digitalisierung. Eine Aus- und Weiterbildungskampagne ist geplant. Das ist Zukunftsgestaltung des Landes. Konkret, aktiv und vor allem nah am Menschen. Gerade vor Ort bei den Dienstleistungen für die Bürger ist der Nutzen besonders spürbar. Das zeigt die Verwaltungsdigitalisierung, die wir mit Nachdruck voranbringen. Wir wollen, dass jeder schnell und einfach vom Sofa aus online das erledigen kann, was sonst mit viel Zeit verbunden war. Hessen ist schon jetzt mit der Etablierung der föderalen IT-Kooperation der FITCO in Frankfurt die Bundeshauptstadt der Verwaltungsdigitalisierung. Wir haben in den letzten Monaten das Servicekonto Hessen auf den Weg gebracht. Standesamtsportal, Sozialportal oder die BAföG-Beantragung, alles geht jetzt im elektronischen Antragsverfahren. Ein neuer Online-Service ermöglicht sogar ganz aktuell, das Elterngeld digital zu beantragen. Eine echte Entlastung und Unterstützung für Familien und Eltern, meine Damen und Herren. Mit den kommunalen Spitzenverbänden wollen wir die wegweisende Vereinbarung zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes voranbringen. Noch mehr bürgernahe digitale Dienstleistungen. Wir gehen dabei einen neuen Weg. Wir unterstützen die Kommunen nicht nur finanziell, wir stellen ihnen auch Software und Beratung zur Verfügung. Meine Damen und Herren, gemeinsam mit den Kommunen bauen wir das digitale Rathaus noch in dieser Legislaturperiode. Meine Damen und Herren,
allgemein, Hessen hat mit der Schaffung eines neuen Digitalministeriums Pionierarbeit geleistet. Noch nie in der Geschichte Hessens gab es eine alle ressortübergreifende Koordinierung, noch nie eine strategische Steuerung aller Digitalisierungsvorhaben an einer Stelle. Noch nie gab es ein Digitalbudget in Höhe von 1,2 Milliarden €. Dies ist eine mutige Entscheidung der Regierungskoalition. Wir haben in Deutschland Einmaliges geschaffen und sind damit auch Vorbild für den Bund. Hessen setzt starke Signale, auch mit der von uns initiierten Digitalministerkonferenz. In kurzer Zeit haben wir viel erreicht. Mit engagierten Mitarbeitern, mit ausreichendem Budget, einer ressortübergreifenden Koordinierung und Steuerung. Wir haben klare strategische Ziele. Wir haben die letzten Monate angepackt. Und wir haben gezeigt, Hessen ist ein Vorreiter der Digitalisierung in Deutschland. Ob Unternehmen, Forschung oder die Bürger, die Digitalisierung in Hessen hat jetzt eine Adresse. Meine Damen und Herren, das Öl der Zukunft sind nicht nur die Daten. Es ist der reflektierte und verantwortliche Umgang mit den neuen Technologien, der uns auszeichnet. In Hessen, in Deutschland und in Europa. Der Mensch kann und wird nie ersetzbar sein. Durch keine Maschine, durch kein Nutzerprofil, durch keinen technischen oder politischen Zweck. Das ist der Kern der Menschenwürde und unserer Verfassung. Das ist unsere Richtschnur, meine Damen und Herren. Schauen wir nicht auf andere Länder, die alles möglich machen, nicht nur auf die Chinesen oder die Amerikaner. Unser Maßstab ist und bleibt der Mensch. Es geht darum, unsere Werte aus der analogen Welt auch in der digitalen zu bewahren. Es geht darum, als Gesellschaft zusammenzubleiben und den Menschen mitzunehmen in diesem Wandel, in diesem Kulturwandel. Dafür steht diese Landesregierung, dafür stehe ich. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Prof. Sinemus. Vereinbarte Rednerreihenfolge ist, dass nunmehr die SPD das Wort hat bzw. der Kollege Eckert für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nachdem wir nun zweimal die Chance hatten, im Plenum auf Regierungserklärungen zu verzichten, haben wir heute wieder einmal einen Plenartag unter der Rubrik Regierungserklärungen, bei denen man sich fragen kann, ob man sie hätte halten müssen. Meine Damen und Herren, wir müssen beim Thema Digitalisierung in Hessen vorankommen. Aber bei allen Worten zu Ihrer Berufung, Frau Minister, damit möchte ich beginnen. Anfang des Jahres, ja, auch von uns, da war jeweils die Hoffnung, dass Sie als einzig neues Gesicht im Kabinett der Stagnation und des Weiter-sos tatsächlich zu diesem wichtigen Thema inhaltlich etwas beitragen und somit Landespolitik beleben hätten können. Aber, und dafür gibt es uns tatsächlich diese Regierungserklärung heute die Gelegenheit, einmal Jahresbilanz zu ziehen, was aus den Vorschusslorbeeren geworden ist. Die Digitalisierung ist von Menschen gemacht, und sie kann und wird auch von Menschen gestaltet werden können. Das ist unsere feste Überzeugung. Nicht der Mensch muss sich Technik unterwerfen und weichen, sondern wir müssen aus technischem Fortschritt gesellschaftlichen und sozialen Fortschritt für alle gestalten, in Stadt und im Land. Und genau dazu an Ihrer Rede, Frau Ministerin, kaum ein eigenes Wort, kaum ein eigener Akzent, wo doch an allererster Stelle der Schutz des Einzelnen vor Datenkontrolle, Datenüberwachung und Datenmanipulation stehen könnte. Wir brauchen eine Agenda der Datensouveränität im 21. Jahrhundert. Hessen feiert im nächsten Jahr 30 Jahre Datenschutzgesetz, eine Errungenschaft der sozialdemokratischen Regierungszeit, meine Damen und Herren. Auch hier wäre es wichtig und notwendig, mit eigenen Akzenten heute
dass beim Thema Datenschutz moderne Antworten zu geben, wie z.B. beim Thema Arbeitnehmerdatenschutz, eines der Themen, wo wir in Hessen wieder zum Vorreiter werden könnten. Aber hier, das hat Ihre Rede gezeigt, wird Hessen nicht vorankommen. Dass die Debatte um ein Gesetz Daten für alle, was wir in der letzten Plenarrunde diskutiert haben, auch im Ausschuss diskutiert haben, da weichen Sie aus, und offensichtlich ist da die Landesregierung ein Totalausfall. Wenn wir von der Gestaltung der Digitalisierung, meine Damen und Herren, reden, dann betrifft das natürlich auch das große Feld unserer Wirtschaft. Da braucht es Antworten für die Gestaltung der Digitalisierung auf bestehende und zukünftige Arbeitsplätze in unserem Land. Dann können wir konkrete Ansätze aus dem Land auch heraus entwickeln in der Frage der Gestaltung der Digitalisierung im Bereich z.B. der Mitbestimmung, damit wir wirkliche gemeinsame Gestaltung hinbekommen von Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, meine Damen und Herren. Das ist nicht nur die Debatte auf Bundesebene zum Betriebsverfassungsgesetz, sondern auch hier könnte Hessen eine führende Rolle einnehmen, wenn wir es schaffen, im Bereich des Personalvertretungsrechts, wo wir für zuständig sind, tatsächlich Vorreiter werden im Bereich der Digitalisierung und der gemeinsamen Gestaltung von Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, meine Damen und Herren. Denn ich bin überzeugt, engagierte Arbeitnehmervertreter sind nicht der Bremsklotz der Digitalisierung. Sie wissen nämlich meist besser, wo es tatsächlich hakt und klemmt und wo Digitalisierung wirklich hilft. Sie aktiv mit einzubeziehen, von Ihrem Know-how und Engagement zu profitieren, das wäre an der Zeit, meine Damen und Herren. Auch Impulse für arbeitnehmerorientierte Digitalisierungsberatung in Ergänzung der in Hessen vorhandenen arbeitgeberbezogenen wäre ein wichtiger Beitrag des Landes, wenn man es denn wollen würde. Aber auch nach Ihrer Rede heute wird noch einmal deutlich, wir wollen das, Sie wollen das nicht. Chancen und Risiken der Digitalisierung, das ist immer wieder Thema in unseren Debatten. Immer wieder wird über Studien diskutiert, wonach eine bestimmte Anzahl von Tätigkeiten der Digitalisierung zum Opfer fallen werden. Alle Studien haben eines gemeinsam. Sie beschäftigen sich mit Wirtschaft insgesamt und beschreiben Tätigkeitsfelder. Herausfinden, was das eigentlich konkret für unser Bundesland bedeuten könnte, z.B. mit einer eigenen Studie zu den Auswirkungen von Digitalisierung auf Wirtschaft und Arbeit in Hessen, diesem Anliegen verweigern Sie sich standhaft. Meine Damen und Herren, wer nicht weiß, wie Digitalisierung sich in Hessen konkret auf Arbeitsplätze auswirkt, der kann auch nicht richtig steuern, er kann keine eigenen Akzente setzen, er nimmt sich selbst aus dem Spiel. Daher mein Appell heute, dass Sie sich diesem wichtigen Thema mit annehmen und eigene Impulse mit aus Hessen entwickeln. Wir werden jedenfalls bei diesem Thema nicht nachlassen. Bei allen diesen Herausforderungen und Veränderungen, meine Damen und Herren, gibt es natürlich auch Sorgen und Bedenken. Diese gilt es ernst zu nehmen, aber auch aktiv Risiken zu minimieren und Lösungen für technische Herausforderungen zu schaffen. Für eine selbstbewusste und engagierte Nutzung der Digitalisierung durch jede und jeden Einzelnen braucht es natürlich das passende Know-how, braucht es gute Bildung, gute Ausbildung, gute Weiterbildung in unserem Land. Und wenn es nicht so traurig wäre, dann könnte ich Ihnen tatsächlich genau dazu aus meiner Rede vom 7. März 2016 zitieren, als wir das erste Mal die Digitalstrategie des Landes Hessen diskutiert hier haben und wir deutlich gemacht haben, dass das Hessen endlich ein Konzept für die digitale Bildung braucht. Aber, meine Damen und Herren, bisher weitgehend Leerstelle im Regierungshandel. Und das ist tatsächlich ein wichtiges Thema, denn digitale Endgeräte alleine machen noch lange keine digitale Schule. Sie diskutieren über Glasfaser an die Schule und vielen anderen Dingen mehr. Aber neben der Technik, was auch viel wichtiger ist, sich damit zu beschäftigen, es geht um die Inhalte der digitalen Bildung. Bei der Ausbildung der Lehrkräfte angefangen, wie ich als Lehrkraft didaktisch sinnvoll digitale Elemente im Unterricht einbauen kann und vielen anderen mehr, gäbe es genügend Themen in diesem Land zu gestalten. Denn Digitalisierung, meine Damen und Herren, Digitalisierung an den Schulen ist eben nicht nur EDV-Unterricht. Quellenrecherche im Geschichtsunterricht und die kritische Würdigung wäre doch ein Musterbeispiel für ganzheitliche digitale Bildung an unseren Schulen, meine Damen und Herren. Aber auch dazu vonseiten der Landesregierung keine Hilfe, keine Handreichung, kein wirklicher Fortschritt. Die Schulen mühen sich nach Kräften, aber sie werden von ihnen alleine gelassen.
Lehrkräfte. Und das will ich Ihnen sehr deutlich sagen, Herr Boddenberg. Lehrkräfte sind zum Lehren da und nicht dazu, um Updates auf die Rechner zu installieren. Deswegen braucht es an unseren Schulen in Hessen den digitalen Hausmeister für genau diese Aufgaben. Zum Thema der beruflichen Bildung ließe sich abendfüllend diskutieren. Gerade hier, wo Digitalisierung sehr konkret in der Anwendung nachher im Berufsleben ansteht, dort haben wir Ausstattungsdefizite an unseren Schulen, und das findet bei Ihnen keinerlei Schwerpunkt. Das ist natürlich Sache der Schulträger, bevor Sie es dazwischenrufen oder nachher in den Reden mit thematisieren. Aber das Land hat doch hier, wie wir finden, eine Mitverantwortung, da es nicht vom Finanzrahmen abhängig gemacht werden kann, ob Förderung und Ausstattung voranschreiben oder welche dann nachher zurückbleiben. Und insgesamt einen Aspekt, Frau Ministerin, den haben Sie bei dem ganzen Thema Bildung, Menschen stark machen, um Digitalisierung zu bewältigen, völlig außer Acht gelassen. Für uns ist digitale Bildung und Medienkompetenz in unseren Bildungseinrichtungen ein Schlüssel für gleiche Chancen zur Befähigung im digitalen Wandel für alle, egal ob daheim alles digital vernetzt ist oder fast alles noch analog zugeht, meine Damen und Herren. Und es hat noch eine andere Seite. Sie haben mit einem klugen Einsatz von Digitalisierung in den Schulen, ob allgemeinbildend oder beruflich, viel stärker die Chance der individuellen Förderung des einzelnen Lernenden. Ich will nur in der Kürze auf Schweden verweisen, in der Frage von digitaler Technik im Bereich der Leerstandserfassung und wie wir es damit schaffen könnten, zielgenauer, individueller zu fördern und zu unterstützen, frühzeitig Förderbedarfe zu erkennen. All das wäre konkrete Anwendung von Digitalisierung in unseren Schulen, meine Damen und Herren. Aber, und das ist ja so ein Thema auch des Kultusministers, wer nicht weiß, wie es in den eigenen Schulen aussieht, der kann natürlich auch nicht keine eigenen Akzente setzen. Und deswegen, Frau Ministerin, wäre das, was wir mit dem Digicheck für Unternehmen in Hessen anbieten, ganz spannend, das auch konkret mal für alle Schulen in unserem Land mit anzubinden, ein echter Digicheck für die Schulen, um zu wissen, wo stehen wir eigentlich, was brauchen wir und wo gibt es Nachholbedarf. Ich habe ganz am Anfang von Kompetenz und Souveränität des Einzelnen in der digitalen Gesellschaft gesprochen. Deswegen Medienbildung, Jugendmedienschutz, die Frage zum konstruktiven, kritischen Umgang mit Daten und Meinungen im Netz. All das wäre es wert, aktiv und auch hiermit in der Regierungserklärung darauf einzugehen, in Zeiten von Fake News, von Hass und Hetze im Netz. Wenn Sie sich des Themas insgesamt annehmen wollen, die digitalen Kompetenzen des Einzelnen zu stärken und zu fördern, dann wäre das eine echte Chance. Aber dazu schweigen Sie lautstark, Frau Minister. Denn es zählen die Inhalte und die digitalen Konzepte, das, was in die Köpfe muss, um Digitalisierung selbst aktiv zu gestalten und meistern zu können. Das liefern Sie nicht, auch nicht mit dem Digitalministerium. Sie haben die ethische Diskussion angesprochen, Frau Sinemus. Wir haben im Ausschuss schon darüber diskutiert, wenn wir doch die Digitalisierung als die gesellschaftliche Herausforderung auch beschreiben, die sie ist, dann haben wir in Hessen doch mit dem Energiegipfel, mit dem gemeinsamen Bestreben bei der Frage von Integration Geflüchteter in unserem Land und anderen Beispielen mehr gezeigt, dass es für große Herausforderungen eben nicht einen Closed Job der Regierung braucht, sondern ein gemeinsames gesellschaftlichen Diskurs und gemeinsame Entscheidungen. Und deswegen ist Ihr Weg, den Sie mit Ihrer Ethikkommission begonnen haben, ein falscher. Und ich fordere Sie auch hier noch einmal auf, auch die Politik mit reinzunehmen, um gemeinsam zu gestalten. Es wäre zur Infrastruktur auch so vieles zu sagen, Frau Ministerin, im Vergleich zu anderen Bundesländern, wo Ihre Vergleiche, dass wir auf einem guten Wege sind, so falsch wie auch gefährlich sind. Das will ich Ihnen an der Stelle sagen, weil Sie vorgaukeln, dass alles irgendwie schon in der Reihe ist und es wird. Nein, auch die Annahmen, die Sie in Ihrer Rede eben hier getragen haben, sind zum Teil schlichtweg falsch. Beim Ausbau der Glasfaser sind wir alles andere als Spitze in Hessen. Schleswig-Holstein wird wahrscheinlich schneller flächendeckend Glasfaser haben, wie wir gigabitfähig sind. Bei den 1000 Mbit pro Sekunde sind wir auf Platz 9 der Bundesländer. So viele Stadtstaaten gibt es überhaupt nicht in unserem Land, dass wir das alleine damit erklären könnten. Auch bei 50 Mbit sind wir hinter Nordrhein-Westfalen. Das ist auch alles weit entfernt von Platz 1. Das nordhessische Ausbaucluster, meine Frau Kollegin Sinemus, gab es vor Ihnen. Das ist dem engagierten Handeln der regionalen und der örtlichen Politik zu verdanken. Das Thema der Gigabit-Region, was Sie angesprochen haben, ist völlig intransparent und nicht konkret.
Und bei den Modellregionen reden wir über viele Bereiche, aber Nordhessen verschweigen sie auch lautstark. Zum Funknetz könnte jeder hier herzlich viele Beispiele beschreiben, wo immer wir uns offensichtlich in den 1 bis 2% der Landesfläche aufhalten, bei denen es keinen Funkempfang gibt, von dem Sie immer reden. Aber Sie könnten jede Kollegin, jeden Kollegen fragen, das sieht alles andere als rosig aus, das, wie Sie beschreiben. Und Sie sagen, was in Hessen dazugebaut wird an Funkmasten, aber verschweigen damit, dass davon kein einziger von Landesförderung betroffen worden ist. Das ist alles entsprechend über den Markt getrieben. Und dort, wo wir Probleme haben, gibt es im Moment noch keine Förderung. Zum Thema Akzeptanzprobleme und einer eigenen Initiative. Auch das wäre etwas, mit dem man sich intensiv beschäftigen könnte, damit wir nicht abstrakt von Digitalisierung und Funkproblemen diskutieren, sondern dass sie konkret bei Menschen offen und auf Fakten basiert werden, damit auch Ängste genommen werden. Sie reden in Ihrer Rede von digitaler Verwaltung und sagen nichts zu Open Source. Sie sprechen vom digitalen Rathaus in dieser Legislaturperiode, aber e-government.hessen.de ist immer noch im Wartemodus. Seit Ende Mai nichts passiert. Sie sprechen von digitalen Services und wie diese Bürokratie entlasten können, geben im Ausschuss aber zum digitalen Meldeschein die ahnungslose und zeigen auch kein wirkliches Interesse. Sie reden über Veränderung von Betrachtungsweisen durch die Digitalisierung, aber beim Thema BIM reden Sie nur über die Technik und nicht eine Veränderung im Planungsprozess durch den Lebenszyklus. All das wären Themen in der Tat auch der Koordination. Sie reden von der Koordinierung durch Ihr Ministerium, das ja Kompetenzen bündeln soll, verschweigen aber, dass eigentlich kaum Stellen umgesetzt wurden, sondern extra ein Großteil der Stellen neu geschaffen wurden und weitere geschaffen werden sollen. Und immer dann, wenn man konkrete Fragen hat, ist irgendjemand anders für zuständig, nur Sie nicht, Frau Ministerin. Zu diesen und zu vielen Themen, zu denen etwas zu sagen wäre, gibt es in Ihrer Rede, Frau Ministerin, nur Überschriften. Es gibt kein Ziel, es gibt keine Vision, es gibt keine Steuerung. Es gibt auch niemand in der Landesregierung, der auf Sie hört, wenn Sie koordinieren wollen. Es gibt keine neuen Impulse, es gibt nur Stellen, es gibt mehr Reisekosten und es gibt mehr Eigen-PR. Dafür hat es Ihr Ministerium, Frau Sinemus, nicht gebraucht. Wer sich von der Idee der Bündelung bei Ihnen mehr versprochen hat, und das haben auch wir getan, der ist nach einem Jahr seiner Illusion beraubt. Hessen kommt auch mit Ihnen nicht voran. Auch wir hatten Hoffnung bei Ihrer Berufung. Aber wie das mit der Hoffnung so ist, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Schade drum. Herzlichen Dank, Herr Kollege Eckert. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist der Kollege Leveringhaus. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen, sehr geehrte Zuschauer auf der Tribüne. Wir haben jetzt hier eben heute die erste Regierungserklärung unserer hessischen Digitalministerin Prof. Dr. Christina Sinemus gehört. Aber es war ja beileibe nicht die erste Regierungserklärung, die sich hier in diesem Haus mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt hat. Im März 2016 hielt Tariq Al-Wazir hier an dieser Stelle schon eine Regierungserklärung zu dem Thema und stellte die Landesstrategie Digitales Hessen vor. Dieses zentrale Gegenwarts- und Zukunftsthema Digitalisierung wird also schon seitdem von der Koalition aus CDU und Grünen bearbeitet. Und die Wichtigkeit dieses Bereichs ist dabei so hoch, dass schon vor der Landtagswahl 2018 an verschiedenen Stellen relativ klar war, in der neuen Legislatur wird es voraussichtlich ein Digitalministerium geben. Nun ist der Aufbau eines Ministeriums keine Sache, die man täglich, meinetwegen auch einmal im Jahr macht. Und es gibt dafür keinen Ablaufplan, den ich irgendwo in der Schublade oder im Aktenschrank habe. Vielen Dank. Den ich dann heraushole und abarbeiten kann. Ich glaube, wir im Haus wissen, dass hier alle das letzte Ministerium, das aufgebaut worden ist, war das Umweltministerium 1985 unter Joschka Fischer. Und kleine Anekdote dazu.
immer, wenn ich von Vereinen und Verbänden eingeladen werde, um über, Klammer auf, hessische, Klammer zu, Digitalpolitik zu sprechen, und ich diesen Fakt erwähne, das Umweltministerium 85, dann gehen die Leute kurz in sich, sie denken nach und sie nicken dann zustimmend. Und genau dieses Nachdenken, das würde ich mir vielleicht auch mal von der Opposition wünschen. Es ist eben schon angesprochen worden, es gab Vorschusslorbeeren für Frau Sinemus von Seiten der SPD in Form von Thorsten Schäfer-Gümbel, der sie einen Lichtblick genannt hat. Davon ist leider nicht mehr viel, wenn ich die Rede gerade eben gehört habe, eigentlich gar nichts mehr übrig. Dass das neue Digitalressort anfangs komplett ohne Haushalt dagestanden hat, vergessen. Dass der personelle Aufbau. Darf ich jetzt wieder, Herr Rock? Also ich würde mir von denen jetzt nicht meine Redezeit verschwenden lassen, deswegen Sie haben das Wort. Dass der personelle Aufbau eines Ministeriums in unserer heutigen Zeit mit der Situation auf dem Arbeitsmarkt, die, denke ich, jeden und jeder von uns hier bekannt ist, nicht einfach von der Hand gehen sollte, sollte auch jedem klar sein. Und wir befinden uns ja noch im Jahr 1 des Aufbaus des Digitalministeriums. Und ja, da läuft nicht alles perfekt. Ich glaube, das kann man zugeben, ohne sich einen Zacken aus der Krone zu brechen. Aber die Grundstruktur, die geschaffen worden ist in diesem Geschäftsbereich, die ergibt doch Sinn. Und es ist eine Grundstruktur, die aus einer Mischung aus Kompetenzbündelung und Koordinierung besteht. Und auf Landesebene in Deutschland gibt es kein Ressort mit vergleichbaren Kompetenzen im Bereich Digitalisierung, wie es bei uns Frau Sinemus in Hessen hat. Breitbandausbau, Mobilfunkausbau, Verwaltungsdigitalisierung und strategische Steuerung der Digitalisierung, alle Kompetenzen unter einem Dach. Aber gleichzeitig ist Digitalisierung natürlich eine Querschnittsaufgabe, die auch im jeweiligen Bereich umgesetzt werden muss. Und hier übernimmt das Digitalressort eben die angesprochene koordinierende Funktion zwischen den Ministerien und verfügt mit der Digitalmilliarde über ein Budget, um diese Umsetzung der Querschnittsaufgaben auch durchzuziehen. Das ist nicht immer einfach und erfordert genaue Absprachen mit allen beteiligten Ressorts, das ist klar. Aber das Thema Digitalisierung betrifft halt alle Bereiche. Und ein Blick auf die Bundesregierung in Berlin zeigt doch, wie wichtig eine zentrale Stelle mit koordinierender Funktion ist, um Doppelstrukturen zu vermeiden und mit der gebotenen Eile voranzukommen. Dort gibt es nämlich keine zentrale Stelle, keine zentrale Zuständigkeit und keine Digitalministerin oder Digitalminister. Vielmehr liegen dort die Kompetenzen und Aufgaben im Bereich der Digitalisierung wild verteilt in einer Reihe von Bundesministerien. Sie wechseln auch mal teilweise zwischen den Ministerien, und es gibt keine koordinierende Steuerung. Aber so sinnvoll es ist, dass man nun auch in Berlin darüber nachdenkt, ein Digitalministerium zu schaffen, so schwierig wird es doch dort, mitten in der Legislatur die Aufgaben oder die Zuständigkeiten der Ministerien nun auseinanderzudröseln und das Personal umzuresortieren. Und allein das macht noch einmal deutlich, wie richtig und wie wichtig es war, dass wir in Hessen diesen Schritt rechtzeitig getroffen haben. Werte KollegInnen, die Themen, die es dabei zu behandeln gilt, ich hatte es schon angesprochen, sind vielfältig. Auf ein paar möchte ich gerade aus grüner Sicht jetzt noch einmal eingehen. Denn für uns ist klar, wir wollen die Digitalisierung aktiv gestalten und uns nicht von der Digitalisierung gestalten lassen. Die Grundlage dafür ist natürlich für die digitale Teilhabe ein flächendeckender Zugang zum Breitband- und Mobilfunknetz. Alleine für den Gigabit-Ausbau haben wir in Hessen ab dem Haushalt 2020 bis zum Jahr 2024 270 Millionen Euro zur Verfügung. Noch in der alten Legislatur wurde zudem der Mobilfunkpakt in Hessen geschlossen zwischen dem Land und den Telekommunikationsunternehmen. Auch dies eine Maßnahme, die man sich in anderen Bundesländern nun ganz genau anschaut. Und eine Maßnahme, die davon profitiert, dass wir jetzt eine zentrale Stelle haben, die den Einsatz der 50 Millionen Euro an Landesmitteln koordiniert und überprüft. Letztens hatte ich bei Twitter einen sarkastischen Kommentar gelesen, das Mobilfunknetz muss natürlich Lücken haben, weil es ist ja ein Netz und keine Decke. Und da kann man mal kurz drüber schmunzeln, habe ich auch gemacht. Aber wahr ist doch auch, der überwiegende Teil der Bevölkerung möchte dann doch lieber eine Abdeckung haben und möchte nicht, wenn er mit Auto, Zug, Straßenbahn oder zu Fuß unterwegs ist, Funkabbrüche haben. Und ja, ich sage bewusst, ein überwiegender Teil der Bevölkerung. Denn neben dem Thema an Funklöchern haben wir beim Mobilfunk eine weitere große gesellschaftliche Diskussion,
wenn wir über den 5G-Mobilfunkausbau reden. Und das ist die einhergehende Unsicherheit im Bereich der gesundheitlichen Belastung durch Strahlung. Wir als Regierungskoalition nehmen das ernst, genau nach dem Motto der Regierungserklärung, dass digitaler Wandel für und mit den Menschen gestaltet werden soll. Beispielhaft sei hier der Bürgerdialog am 20. November in Darmstadt genannt, bei dem das Hessische Ministerium für digitale Strategie und Entwicklung zusammen mit der Digitalstadt Darmstadt nicht nur über die Entwicklung und den Ausbau von 5G informierte, sondern die BürgerInnen auch die Möglichkeit hatten, mit Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft zu diskutieren. Das zeigt, wir nehmen die Sorgen der Menschen ernst. Aber auch an dieser Stelle bilden wissenschaftliche Erkenntnisse die Richtschnur unseres Handelns. Laut Erkenntnissen des Bundesamtes für Strahlenschutz ist die mögliche Gefahr einer Gesundheitsbeeinträchtigung durch die verwendbaren Frequenzen gering. Aktuell liegen also keine bestätigten wissenschaftlichen Belege für die gesundheitsschädigende Wirkung von 5G vor. Und klar ist für uns ebenfalls, der neue Mobilfunkstandard wird für eine qualitative Gesamtbandbreite in der Zukunft benötigt und bietet enorme Chancen und Möglichkeiten für die Menschen in unserem Land. Mit Bedacht eingesetzt, ermöglicht die Digitalisierung gesellschaftliche Teilnahme und erhöht dabei die Lebensqualität der Menschen. Und eine grüne Digitalisierung kann zudem für die Verkehrswende, für die Energie und für die Agrarwende eine enorme Katalysatorwirkung entfalten. Meine Damen und Herren, als das Internet aufkam, gab es eine Idee oder man kann es vielleicht sogar sagen, einen Traum, nämlich den Traum, dass man von überall arbeiten kann. Und die Vernetzung macht das möglich, aber Grundvoraussetzung dafür ist, und das wurde auch schon angesprochen, eine gigabitfähige Breitband- und Mobilfunkinfrastruktur. Durch die Digitalisierung können dann Arbeitsprozesse im Bereich der intelligenten Verkehrssteuerung und Verkehrsvermeidung viele Dienstreisen einsparen. Statt Face-to-Face-Meetings kann man dann verstärkt auf Videokonferenzen oder Webinare zurückgreifen. Und auch erst diese Breitbandanbindung macht es möglich, wirklich effektiv Homeoffice im Arbeitsalltag zu integrieren. Ein weiteres Beispiel für Einsparungen, die Digitalisierung möglich macht: Durch 3D-Druck können Transportwege in der produzierenden Wirtschaft verringert werden. Gleichzeitig bieten E-Health-Angebote Chancen, die Gesundheitsversorgung gerade im ländlichen Raum zu verbessern und Menschen mit Behinderungen oder chronisch kranken PatientInnen den mühsamen Weg zur Arztpraxis zu ersparen und gleichzeitig eine engmaschige Betreuung zu ermöglichen. Digitale Lösungen spielen erst recht eine wichtige Rolle für die Energiewende, denn intelligente Stromnetze, die sogenannten Smart Grids, ermöglichen ein verbessertes Leistungsmanagement. So können mithilfe digitaler Lösungen die fluktuierenden erneuerbaren Energien besser in die Stromversorgung integriert und der Bedarf an Speicherkapazitäten deutlich reduziert werden. Bei den beiden letzten Punkten gilt es, stark auf den Datenschutz zu achten. Hierzu komme ich später in meiner Rede noch einmal zurück. Im Bereich der Agrarwende kann durch Smart Farming der Einsatz von Düngemitteln reduziert werden. Neue Technologien können so durch Green by IT einen effizienteren Energie- und Ressourcenverbrauch ermöglichen. Unterm Strich wird, denke ich, deutlich, Digitalisierung kann einen wichtigen Beitrag leisten, einerseits für den Klimaschutz und Ressourceneffizienz und andererseits für die gesellschaftliche Teilhabe und für den Abbau des Stadt-Land-Gefälles in Hessen. Voraussetzung dafür ist allerdings, das sage ich als Grüner mit Ausrufezeichen, dass der Strom für diese digitalen Prozesse und Anlagen aus erneuerbaren Energien kommt. In diesem Sinne ist die Digitalisierung dann nicht nur ein Katalysator für die Energiewende. Nein, die Energiewende ist gleichzeitig auch die zentrale Voraussetzung, um nachhaltige Versorgungssicherheit im Einklang mit der Natur für digitale Lösungen und Anwendungen zu schaffen. Und last but not least, ein zentraler Punkt, eben schon angedeutet, das Thema Datenschutz. Im nächsten Jahr feiern wir das erste und damit älteste formelle Datenschutzgesetz der Welt. Und es hat seinen 50. Geburtstag, nicht den 30., wenn ich da richtig gerechnet habe. Und wir waren hier in Hessen, die es verabschiedet haben. Jetzt ist seit dem Jahr 1970 viel passiert. Und das Thema Datenschutz ist, glaube ich, heute so aktuell wie vielleicht zuletzt 1983 im Rahmen der Volkszählung, deren Widerstand wir unter anderem das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung zu verdanken haben. Mit der Datenschutzgrundverordnung wurde im letzten Jahr
erstmals die Prinzipien Privacy by Design und Privacy by Default gesetzlich verpflichtend. Und da liegt der Unterschied zum Bundesdatenschutzgesetz, was es davor schon gab. Das kannte diese Regelung nämlich auch, aber es kannte sie nur als Absichtserklärung. Mit der DSGVO ist es jetzt möglich, Sanktionen auszusprechen, die dann auch in einer Höhe erfolgen können, dass auch größere Firmen dies auch deutlich merken. Auch dies ist ein wichtiger Schritt, zusammen mit anderen Maßnahmen, der die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern stärkt. Und dass das nicht nur ein zahnloser Tiger ist, zeigen schon drei praktische Beispiele aus diesem Jahr. Gleich am Anfang des Jahres ist in Frankreich die Firma Google zu einer Strafe von 50 Millionen Euro verurteilt worden, weil sie beim Anmeldeprozess nicht transparent genug informierte. Wir haben vor wenigen Tagen in Berlin eine Strafe von 14,5 Millionen gegen die Deutsche Wohnen. Und als meine Rede schon fertig geschrieben war, gab es gestern eine weitere Strafe von fast 10 Millionen Euro für die Firma 1&1, da man am Telefon zu leicht Kundendaten erfragen konnte. Allgemein ein Makel in vielen Firmen im Bereich Datenschutz. Und ich hoffe, dass man in Europa auch endlich die Verhandlungen zur E-Privacy-Verordnung zum Ende bringt. Seit 3 Jahren verhandelt man nun darüber, um die Datenschutzgrundverordnung damit praktisch zu vollenden und die Vertraulichkeit und den Schutz der Privatsphäre bei der digitalen Kommunikation zu garantieren. Auch wenn mein Blick und meine Forderungen jetzt über Hessen hinausgehen, so wünsche ich mir doch, dass, wenn Deutschland im Jahr 2020 in der zweiten Hälfte die Ratspräsidentschaft der EU übernimmt, dass wir das auf diesen Punkt einen Fokus legen, denn es geht nicht mehr und nicht weniger als um den Schutz der Privatsphäre aller Nutzerinnen und Nutzer. Werte Kolleginnen, es ist schon mehrfach angesprochen worden, Digitalisierung betrifft uns alle, und die Arbeitsfelder in diesem Bereich sind äußerst vielfältig. Viele davon gehen wir in Hessen mit dem Ministerium für digitale Strategie und Entwicklung schon konsequent an und sind auf einem guten Weg. Aber es gibt noch viel zu tun, und wir stehen vor großen Herausforderungen. Ich glaube, das hat die Rede auch deutlich gemacht. Wir wollen zusammen mit dem Ministerium diese Herausforderungen angehen. Und dafür ist es auch wichtig, dass das Ministerium sich weiter seiner personellen Sollstärke annähert. Mit der Digitalmilliarde, die ja inzwischen schon auf 1,2 Milliarden angewachsen ist, wollen wir, dass für alle Hessen die Chancen der Digitalisierung nutzbar sind, egal ob sie im Frankfurter Ostend, im Westerwald oder im Vogelsbergkreis wohnen. Und vielleicht können wir das ja zusammen mit allen Parteien hier im Landtag machen. Auf alle Fälle machen wir es aber für und mit den Menschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Kollege, als Nächstes darf ich Herrn Lichert für die Fraktion der AfD das Wort erteilen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, werte Kollegen! Ja, Digitalisierung ist ein sexy Thema. Und vielleicht interessiert das sogar die Bürger im Lande. Und umso tragischer ist es, dass ausgerechnet jetzt der Livestream ausgefallen ist. Also, wir hoffen, dass es Zufall ist, aber das kann man Ihnen, Frau Sinemus, auf jeden Fall mal nicht vorwerfen. So viel vorweg. Digitalisierung ist sexy, vor allem für die Politik und Geschäftemacher aller Art. Digitalisierung ist ein Megatrend, ähnlich wie Globalisierung oder auch die Automatisierung in der Produktion. Man kann Digitalisierung nicht ignorieren, sich ihr auch nicht entgegenstellen. Vielen Dank. Man könnte fast sagen, sie ist alternativlos. Digitalisierung ist auch modern, fortschrittlich. Man kann sich als positiv der Zukunft zugewandt darstellen. Und wenn man dann auch noch konkrete Projekte angeht, wie die Schaffung entsprechender Ressorts, ja, dann heißt das machen statt reden. Und da zitiere ich gern aus Ihrer Regierungserklärung. Während der Bund noch verhandelt, wird in Wiesbaden schon gehandelt. Also da haben die Redenschreiber ja bestimmt gleich den Sekt aufgemacht. Das ist ja wirklich phänomenal. Digitalisierung hat auch viele Bedeutungen, ist dementsprechend auch ein wenig nebulös und dadurch auch besonders politiktauglich. Es ist auch ein bisschen wie bei des Kaisers neuen Kleidern, wenn in bestem Manager- und Beratersprech inhaltsleere, aber wohlklingende Phrasen gedroschen werden. Und eine kleine Kostprobe haben wir ja auch gerade davon erhalten. In Hessen
In Hessen gibt es noch zusätzliche Charmfaktoren für die Befassung mit dem Digitalen und die Gründung eines entsprechenden Ministeriums. Ein zusätzliches Ministerium schmälert nämlich den Verlust der zwei Ministerien vielleicht ein wenig. Man kann das ein wenig kaschieren und den Schmerz der CDU darüber mildern. Und falls wieder erwarten, dass ein oder andere der digitalen Großprojekte schiefgehen sollte, hat man auch gleich eine Personalie parat, die den Parteifrieden nicht belastet. Aber das sind natürlich alles völlig theoretische Überlegungen. Frau Ministerin, ich hoffe, ich langweile Sie nicht zu sehr mit dieser Debatte hier. Ja, wäre schon schön, wenn Sie uns ein wenig Aufmerksamkeit schenken würden. Jedenfalls wünschen wir uns, dass diese Großprojekte nicht scheitern, um des Landes willen. Die Motivlage der hessischen Regierung ist jedenfalls glasklar. Der Vorbildcharakter, den sich die hessische Regierung hier selbst attestiert, kann so groß aber dann doch nicht sein, wenn sogar die beiden Kenia-Koalitionen in Spe, in Brandenburg und Sachsen explizit auf ein Digitalministerium verzichten wollen, obwohl, wenn ich doch recht informiert bin, auch Grün und Schwarz daran beteiligt sind. Die entscheidende Frage ist jedoch, ist Digitalisierung auch sexy für Bürger und Unternehmen? Und wir fragen daher, was hat Hessen vom Digitalministerium? Frau Ministerin, Sie befinden sich in einem Dilemma, nennen wir es das Sinemos-Dilemma. Sie haben gerade eine lange Liste bedeutender Meilensteine und Erfolge vorgetragen. Aber mal ehrlich, wie viele der 1.387 Mobilfunkmasten wären nicht errichtet worden, wenn es das Digitalministerium nicht gäbe? Kein einziger. Sie rufen Frankfurt zur Hauptstadt der Verwaltungsdigitalisierung aus, da dort die FITCO residieren wird. Aber glauben Sie wirklich, dass dies etwas mit Ihnen, Ihrem Ministerium oder irgendeiner Eigenschaft der Hessischen Landesregierung zu tun hat? Ist es nicht viel plausibler, dass diese Standortentscheidung maßgeblich von der Lage Frankfurts und der noch recht guten Verkehrsanbindung geschuldet ist? Ist denn nicht vielleicht sogar die Bedeutung des Frankfurter Flughafens in dieser Frage viel größer als die der Wiesbadener Regierung? Aber im Zeitalter verordneter Flugscham wollen wir diesen ketzerischen Gedanken besser gar nicht zu Ende denken. Frau Ministerin, das zeigt, praktisch alle genannten Erfolge wären auch ohne Sie und Ihr Ministerium zustande gebracht worden. Die Frage bleibt also, was hat Hessen vom Digitalministerium? Sie führen das Programm Distral an, und ich muss sagen, für mich ist es ein weiterer Fall von Fördertopferitis. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich etwas originär Neues ist. Auf jeden Fall haben Sie den Stapellauf dieses Programms zu verantworten. Sie scheinen es also gut zu finden. Auch hier ist politische Erotik im Spiel, nämlich das Anziehungsvermögen und die Attraktivität auf Wähler und vor allen Dingen die Medien. Denn natürlich ist es viel attraktiver, Fördergelder zu verteilen, als das viel notwendigere Streichen ineffektiver Fördermaßnahmen. Vernetzung als Mittel der Effektivitätssteigerung hat ja in vielen Bereichen seine Berechtigung. Aber wollen Sie es uns jetzt wirklich als einen Fortschritt verkaufen, wenn jetzt zusätzlich zum Wissenschafts- und Wirtschaftsministerium auch noch das Digitalministerium einen Topf auslobt, der Hochschulausgründungen fördern soll? Wir haben ja heute einige Anglizismen schon gehört. Ich möchte einen hinzufügen. Wäre es nicht besser, man hätte einen One-Stop-Shop, bei dem man all diese Fördermittel beantragen könnte? Nicht umsonst existiert in Deutschland der Begriff des Förderdschungels, nicht Förderwüste. Gemeint ist damit, dass es nicht zu wenige, sondern zu viele Förderprogramme bereits gibt. Gründer, Unternehmer, Forscher, die alle müssen erst einmal herausfinden, wo und bei welchem Programm, bei welcher Institution sie überhaupt sich bewerben können. Dann kommt der Papierkrieg. Es hat sich daher eine Beraterbranche etabliert, die im Prinzip einzig und allein dem Zweck dient, diese potenziellen Förderempfänger nicht die Nerven verlieren zu lassen. Diese Berater tragen allerdings nichts zur Wertschöpfung bei. Im Gegenteil,
Es werden dadurch nämlich nicht Projekte erst ermöglicht, sondern in aller Regel wird nur die Finanzierung dieser Projekte optimiert. Diese Projekte werden aber in jedem Fall durchgeführt worden. Das heißt, wir reden von reinen Mitnahmeeffekten ohne volkswirtschaftlichen Nutzen, aber mit hohem Einsatz von Steuergeldern. Das heißen wir nicht gut. Warum spreche ich hier und jetzt davon? Weil wir ein Politik-Cockpit für effektiven Mitteleinsatz brauchen. Das wäre eine wirklich zielführende Aufgabe für ein Querschnittsressort. Die Schaffung eines datenbasierenden Politik-Cockpits für zielgerichtete und vor allen Dingen volkswirtschaftlich wertvolle Verwendung öffentlicher Mittel. Das wäre eine Digitalisierungsinitiative von strategischem Wert. Verwaltungen auf allen Ebenen haben mit dem Onlinezugangsgesetz eine wahre Herkulesaufgabe vor sich. Dagegen verblassen alle Fördertöpfchen, Innovationspreise und was sich die Politik sonst noch so alles einfallen lassen kann. Wenn das Onlinezugangsgesetz tatsächlich durchgezogen wird, dann bedeutet das automatisch, dass Heerscharen von Beratern und Beamten ausschwärmen werden, um vor der eigentlichen Digitalisierung eine Ist-Aufnahme der Prozesse und Verfahren zu machen. Es werden kubikmeterweise Prozessdokumentationen und UML-Diagramme entstehen. Und dadurch, dass erstmal expliziert und kodifiziert, aber vor allen Dingen auch kritisch evaluiert wird, bevor in Code gegossen wird, dann haben wir wirklich die Chance, gewaltige Optimierungspotenziale zu heben. Wir haben es da mit einer unerreichten, bisher unerreichten Prozess- und Schnittstellentransparenz zu tun. Und das ist eine gewaltige Chance, die nicht vertan werden darf. Aber das erfordert zunächst einmal eine ganze Menge zusätzlicher Ressourcen. Und diese Potenziale erschließen sich auch häufig erst, wenn man eine Weitwinkelperspektive einnimmt und die Prozesse Ende zu Ende denkt. Klein-klein und einzelne Etappen helfen da nicht weiter. Und Sie haben es auch mit weiteren Risiken zu tun, Frau Ministerin. Es geht dabei nämlich nicht um Lametta-Termine mit Förderbescheiden. Nein. Wenn das Ganze wirklich Früchte tragen soll, dann müssen Sie auch in die BÜT. Da geht es um Änderungen und Eingriffe in die Prozesshoheit anderer Ministerien. Und da wird es spannend, und da wird es spannend zu sehen sein, wie hoch Ihre Akzeptanz im Kabinett tatsächlich ist. Bevor Sie in deren Kerngeschäft eingreifen, erlauben Sie mir den kleinen Ratschlag, dass Sie Ihren Werkzeugkasten und Ihr Instrumentarium zunächst an genau den Fördertöpfen schärfen sollten, die ich bereits ansatzweise kritisiert habe. Etablieren Sie doch organisatorische Prozesse und Verfahrensanweisungen, dass Fördermittel immer erst dann ausgeschüttet werden, wenn die Verwaltung auch in der Lage ist, eine Ergebnis- und Erfolgskontrolle durchzuführen. Das gibt es punktuell schon. Aber mal ehrlich, warum müssen wir denn so lange auf einen Monitoringbericht zum integrierten Klimaschutzplan warten, wenn das alles schon durchgängig der Fall wäre? Eine solche Datentransparenz und die damit verbundene Möglichkeit, schlechte Förderprogramme zeitnah zu beenden und die Mittel in Richtung erfolgreicher Projekte umzuwidmen, das schafft die Grundlage für eine dauerhafte Aufwärtsspirale und Konzentration der Steuergelder auf die wirklich ergebnisträchtigen Vorhaben. Und das wird zunehmend wichtiger werden. Stand heute leben wir noch im Zeitalter voller öffentlicher Kassen. Aber wir alle wissen, dieser Zustand ist endlich. Wir werden vermutlich schon sehr bald eine Gegenbewegung bei den Steuereinnahmen sehen. Um das ein bisschen konkreter zu machen, verweise ich auf Ihre Aussage zu den 20 Millionen Euro, die im Rahmen des großartigen Starke Heimat Hessen-Paketes an die Kommunen fließen sollen. Diese Umlage speist sich nämlich aus der Gewerbesteuer, die als Ertragssteuer außerordentlich zyklisch ist. Ihr Aufkommen schwankt also stark mit der Konjunktur. Das ist in den letzten Jahren ein bisschen in Vergessenheit geraten, denn man hat versucht, mit nur wenigen 1.000 Milliarden Euro Zentralbankgeld den Wirtschaftszyklus abzuschaffen. Gelungen ist es aber nicht. Den Erfolg können wir alle in den Medien verfolgen. Und wie immer gilt, wo Natur- und Marktgesetze auf Politik treffen, gewinnen immer und überall die Markt- und Naturgesetze. An dieser Stelle auch noch ein kleiner Kommentar zu den Äußerungen des Kollegen Leveringhaus zu 5G. Ich erinnere an mein Zitat
der Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz. Die hat nämlich sehr wohl auf potenzielle Risiken hingewiesen. Und auch wenn es momentan noch die offizielle Lehrmeinung ist, dass kein Risiko von den 5G-Emissionen ausgehen dürfte, dann muss man ganz klar sagen, das gilt auch für Glyphosat. Und wo befindet sich die Diskussion bei diesem Thema? Sie wissen es alle. Ich fasse zusammen. Noch ist wenig passiert, dass das Digitalministerium in Hessen rechtfertigen würde. Ihre eigene Erfolgsbilanz sagt das aus, Stichwort das Sinemus-Dilemma. Mit der Pflicht alleine ohne die Kühe gewinnt man keine Preise. Das heißt, ein weiteres Ministerium für die Umsetzung einer Projektpipeline, die ohnehin abzuarbeiten ist, das ist weder sinnvoll noch nutzt es Hessen. Dennoch liegen vor Ihnen große Chancen. Zum Wohle unseres Landes wünschen wir Ihnen, dass Sie diese Chancen umzusetzen wissen und dass wir bald ganz klar sagen können, das hat Hessen vom Digitalministerium. Ich danke Ihnen.